Leute, schön, dass ihr wieder da seid, hier auf dem Videospielplatz. Seid ihr bereit für menschenverachtende Misshandlungen von Missetätern und Motherfuckern in Mütterchen Russland? Denn Mother Russia bleeds. Und genau das zeige ich euch heute auf der Switch. Mother Russia bleeds. Wir spielen direkt das Labor. Das Tutorial habe ich schon gespielt. Es gibt 5 spielbare Charaktere. Es handelt sich dabei um ein Beat'em'up. Ne, es sind 4 spielbare Charaktere. Und wir versuchen mal Boris. Der sieht nämlich schön wahnsinnig aus. Und den testen wir jetzt mal. Wir stellen, wie gesagt, Start. Nein, wir wollen nicht. Ach. Falschen Knopf gedrückt, Leute. Start. Also das erste Tutorial-Level habe ich uns jetzt mal erspart, sondern wir fangen gleich mit dem Hauptspiel an. Es gibt eine Story in dem Spiel, es geht mehr oder weniger, ja eigentlich habe ich keine Ahnung, aber angefangen hat das Ganze. Wir sind Teil eines ja mehr oder weniger Straßenfight-Clubs in Russland, in einer alternativen Realität in Russland im Jahr 1986. Und der Chef von unserem Camp wurde von irgendwelchen Militärs eingesackt und wir wurden dann von Typen mit Riot Shields niedergeknüppelt und landen hier im Knast in irgendeinem Labor und suchen jetzt den Ausweg. Das Ganze hat, wie ich finde, einen sehr schönen Pixel-Art-Style, relativ detaillierte Hintergründe, eine schöne stimmige Musik, das Gameplay geht gut von der Hand. Und das Wichtigste, aktuell, also wenn du dieses Video jetzt guckst, in der Woche um den 25., 26. Mai rum, gibt es das Ganze im E-Shop für 99 Cent. Normalerweise kostet das ein Zehner. Und 99 Cent für dieses Spiel ist absolut ein gerechtfertigter Preis. Und da haben wir jetzt gerade auch schon eine der Spielmechaniken gesehen. Ihr seht links oben, neben meinem Charakterporträt, ist eine leere Spritze. Manchmal findet man Gegner, die rumliegen, die so ein bisschen noch am Zucken sind und an denen kann man sich dann irgendwie seine Spritze aufladen. Mit der aufgeladenen Spritze, hier ist zum Beispiel einer, mit L lädt man dann seine Spritze wieder auf. Was genau in der Spritze drin ist, wollen wir lieber nicht wissen. Mit ZL können wir uns dann einen Shot verabreichen und damit Energie wieder tanken. Und mit ZR können wir uns in so einen Berserk-Modus versetzen. Den haben wir jetzt aber noch nicht. Habe ich aber im Menü gelesen. What's the matter, Princess? You have a bad dream? Oh, let me tuck you in. Ja. Was die hier sagen, ist uns jetzt egal. Ach, hier. So, da wird es uns schon gezeigt. Bam! Und dann werden die Typen alle niedergestreckt. Wir können dashen, wir können rennen. Wir können unseren normalen Schlag aufladen. Wir können grappeln. Können im Grapple ebenfalls den Schlagkopfknopf gedrückt halten für einen stärkeren Angriff. Wir können uns übergeben. Also was mit der Story hier abgeht, und Waffen gibt es auch. Was mit der Story hier genau abgeht, kann ich wirklich noch nicht beurteilen. Denn ich habe es, wie gesagt, auch gerade gestern erst vom E-Shop runtergeladen und zockt das jetzt mit euch zusammen an. Deswegen ja auch Ersteindruck und nicht Review. Was ich aber schon sagen kann, auch aus dem Tutorial-Level, ey, die sind echt nicht zimperlich hier. Die sind wirklich, wirklich nicht zimperlich. Also hier geht's ordentlich zur Sache. Gegner, die auf dem Boden liegen, kann man zum Beispiel auch dann auf dem Boden noch Ground and Pound quasi auf die Fresse hauen. Wie jetzt hier dem. Und man kann auch selber im Ground and Pound auf die Fresse kriegen, so wie ich jetzt. Laden wir mal gerade unsere Spritze wieder ein bisschen auf. Wie gesagt, wir können auch mit Double Tap können wir rennen. Ah, und wir können auch Grapple-Moves, wie jetzt hier sich den Typen schnappen, dem dann ein paar Headbutts verpassen und so. Können die aber auch nehmen und durch die Gegend werfen. Ja, ihr habt es gesehen, ich habe den gerade mit seinem eigenen Messer wirklich abgestochen. Also das Ding ist nichts für schwache Nerven. Wenn ihr kein Blut sehen könnt oder wenn ihr Anstoß daran nehmt, wenn Gewalt übertrieben dargestellt wird, dann ist Mother Russia Bleeds nichts für euch. Für alle anderen, für Fans von Splatterhouse und dergleichen. Ist Mother Russia Bleeds vielleicht genau das, worauf ihr seit Jahren wartet? Denn wie gesagt, hier geht's fies zur Sache. Steuerung geht echt gut von der Hand. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Wumms bei den Soundeffekten. Die finde ich teilweise ein bisschen lasch. Also da dürfte gern ein bisschen mehr Krawumms dabei sein. Und die Trefferzone ist nicht immer
da, wo ich sie gerne hätte, sagen wir es mal so. Wenn die Typen hier auch einfach lustig durch die Gegend werfen und natürlich wieder unsere Spritze aufladen. Es gibt 4-Player-Koop. Ich habe allerdings noch nicht rausgefunden oder ich weiß nicht genau, ob es auch Online-Koop gibt. Aber 4-Player-Koop offline gibt es definitiv. Das haben wir ja eben bei der Charakterauswahl gesehen. Und man kann sogar einen CPU-gesteuerten Mitspieler quasi anheuern, wie bei Final Fight 3. Da ging das ja auch. Und man kann Friendly Fire an- und ausschalten im Level-Auswahlmenü. Das finde ich auch immer eine gute Sache, denn ich bin kein Freund von Friendly Fire. Denn ich will ja meinen Mitspieler gar nicht vermöbeln, sonst könnte ich ja auch Street Fighter spielen, ne? Ah ja, und so ein Dash-Move gibt's auch noch. Ah, jetzt werde ich hier noch von einer Ratte angefallen, was ist das denn? Ich schätze mal, den Ratten sollte man dann ausweichen. So, und wie gesagt, wir können natürlich auch Waffen aufheben, wie hier den Baseballschläger. Und auch mit einer Waffe kann man auf dem Boden seinen Gegnern hier zusetzen. Wie gesagt, hier ist echt viel Blut, Leute. Ist meine Keule kaputt? Wow! Das ist ja hier so ein bisschen Tyrant-mäßig, würde ich fast meinen. Okay, da kam er angerannt, jetzt komme ich wieder angerannt. Der Typ ist nicht ohne. Aber da haben wir ihn ausgenockt! Sehr schön. Erster Bossfight erledigt, würde ich behaupten. Leute, das soll es für den ersten Einblick auch gewesen sein mit Mother Russia Bleeds. Also, mein Fazit. Es ist echt brutal. Wie gesagt, Leute, das ist nichts für schwache Nerven. Wenn ihr mit übertriebener Gewaltdarstellung nicht zurechtkommt oder das nicht sehen wollt, kauft das Spiel nicht. Für jeden, der ein ziemlich cooles Beat'em-up sucht, das aktuell wirklich, wirklich günstig ist, mit 99 Cent im E-Shop, der kann gedenkenlos zuschlagen. Wenn ihr noch einen coolen Soundtrack mögt, der da im Hintergrund pumpt und auf Pixel Art steht, dann ist Mother Russia Bleeds genau das Richtige, vor allem für eine Koop-Runde. Und jetzt will ich von euch wissen, wer von euch hat Mother Russia Bleeds? Wer von euch hat Bock, mal eine Runde das Ganze mit mir im Koop zu spielen? Lasst mich das in den Kommentaren wissen und was ihr von dem Spiel haltet. Das war's ansonsten erstmal von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Videospielplatz. Like, Share und Subscribe. Bis dann.